Ja, moin zusammen. Bisher hat Parkzeit ja eine ganze Menge Mist gebaut mit diesen Geräten hier. Es geht um die PRB SP 20 Li, ja, B2, C3 und mit gleichem Innenleben Litheli. Nicht Litheli, doch Litheli geht es auch noch, aber nicht Lightly, weil das ist phonetisch. Nonsens. Aber egal, lasst euch da nicht von einer Marketingdame abschrecken, was die so von sich gibt. Das war bisher immer Unsinn. So, aber die beiden Dinger da, dass Litheli das kopiert hat, gut, sei es verziehen, aber die schaden sich damit ja nur selber. Aber jetzt hat Parkzeit Lidl etwas rausgebracht. Und zwar das da. Hier. Den da. Der baut auf den ganzen anderen auf und deswegen können wir sie auch locker darunter legen. Und zwar den C4. Ja, PRB SB 20 Li C4. Und da, endlich mal. Ich bin ja technisch immer leicht zu begeistern. Genauso wie mit diesem Ding hier. Endlich haben sie mal interne Werte berichtigt. Die äußeren Werte haben sie leider unangetastet. Naja, sie haben immer noch das gleiche Design. Aber darauf, wo es ankommt, wo ich meinen Hauptkritikpunkt ansetze immer, das haben sie ein wenig, zumindest in die richtige Richtung verbessert. Und deswegen, auch weil sie den Preis, den normalen Verkaufspreis um 50% gesenkt haben, das heißt für nicht mehr für 60, sondern für 30 Euro könnt ihr das Ding dann kaufen. Hier, den C4, der exakt so aussieht wie der C3 und deswegen bitte nicht verwechseln die beiden. Das würde ich doch jetzt im Moment empfehlen und was daraus denn auf Dauer wird, ja, das wird man dann rausfinden müssen. Aber im Moment, Leute, ja, ich bin schwer beeindruckt, also mittelschwer natürlich nur beeindruckt, weil einige Sachen müssen wir natürlich noch machen. Aber erstmal ist das ein Schritt in die richtige Richtung. Wenn ihr darauf spekuliert, oh, diesen Formatfaktor, diesen Parkzeit wollt ihr haben, dann greift aber auch zu dem richtigen, nämlich dem C4. Okay? Dankeschön. Tja, Leute, wenn man fliegt, dann muss man immer für Überraschungen gut sein, beziehungsweise immer auf Überraschungen gefasst sein. Für Überraschungen gut ist immer das Wetter, das ist ganz klar. Und wieso rede ich über das Fliegen? Ja, dieser Kanal geht übers Fliegen, diese Geräte. Mittelbar auch, nicht unmittelbar. Weil auf diesem Kanal habe ich angefangen mit einem Flugthema, nämlich dem Aufbau, nee, dem Abbau einer oder damals meiner Comco Icarus C22 CS Aero. Und danach habe ich meinen, ja, ich sag mal, Wohnmobil, Werkstattwagen etc. für den Flugplatz auch vorgestellt. Und ich habe natürlich auch nach Werkzeugen gesucht, die man auf dem Flugplatz verwenden kann. Und nun ja, wir haben ja auch in den letzten Videos gesehen, wo es hier um die kabelgebundenen Black & Decker Maschinen ging. Ja, wir erinnern uns, ja, einige haben es ja gesehen. Da sind diese, ja, ich sag mal, alten Maschinen, diese neueren Maschinen hier eigentlich unterlegen. Ja, sowohl was die Kabel angeht, naja, du brauchst hier keine Kabel mehr, wie auch was die reine Leistung angeht. Da sind die einfach, die können da einfach nicht mehr mithalten. Na, mal abgesehen davon, dass du bei diesen Maschinen hier Links- und Rechtslauf hast, serienmäßig zwei Gänge. Die meisten von den alten Black & Decker haben natürlich auch zwei Gänge. Ja, aber man konnte sie dann in der gleichen Version als Eingang- und Zweigangmaschine dann bestellen oder erwerben. Und
Ja, aber was dann fehlt, ist, wie gesagt, der Linkslauf und natürlich ein Bohrfutter mit Radialverriegelung. Du hattest ja immer nur etwas hier mit Zahnkranzbohrfutter, ja, das teilweise schlagbohrfest sein sollte, aber ja, wir haben ja auch gesehen, das ist nicht immer so. Es ist ein bisschen heikel, mit diesen alten Zahnkranzbohrfuttern zu arbeiten. Die hier sind dann wesentlich besser, obwohl sie nicht immer das volle Drehmoment halten. Okay. Tja, also zurück nochmal zu dem Kernthema. Das heißt also, die Überraschung des Tages war heute, wo ich noch ein bisschen am Fliegen war, dass wir eine Warmfront hatten. Warmfront bedeutet, naja, dass sich warme Luft über eine kalte, über kühlere Luft schiebt und erst nach und nach nach unten durchdringt, also wärmer wird. Wir haben es heute den 1. September 2024 und da ist so ein Tag, der so boah, richtig warm ist und blau, also wenig Wolken. Jetzt, heute Morgen, sah das natürlich ein bisschen anders aus und da war die große Überraschung, naja, ich bin eben gestartet bei etwa 20 Grad Temperatur unten am Platz und dann, ich habe die Lüftung angemacht und plötzlich kam so ein warmer Luftschwall da raus. Ich war nur ein paar Fuß hoch und ein warmer Luftschwall kam da raus. Ich dachte, was ist das denn? Gucke ich nochmal aufs Thermometer, 24 Grad, ein richtiger Sprung nach oben und das setzte sich den ganzen Flug über fort. Ich bin im Sauerland gestartet, bin dann rübergeflogen zum Thüringer Wald, so südlich von Erfurt und dann wieder umgedreht und wunderschön, also wunderschön und gefährlich, ja, tiefliegende Wolken oder eine 8/8 Bedeckung, die ja an den Thüringer Wald ja ziemlich angrenzte. Der Thüringer Wald kam daraus hervor und südlich vom Thüringer Wald war nichts mehr mit den Wolken, aber nördlich das gesamte Flachland nördlich davon, also quasi Thüringen, Sachsen, war bedeckt mit einer recht niedrigen Wolkenschicht. Und da fliegt man normalerweise nicht drüber, denn das könnte das Letzte gewesen sein, was du machst, wenn du Probleme hast, zum Beispiel Motorausfall. Naja, andere Probleme gibt es kaum, ne? Dann musst du da reinsinken, dann musst du da drunter sinken und wenn die auffliegt oder da ist direkt eine Windmühle darunter, die du so gar nicht sehen kannst, oder ja, Windenergierad, ne? Ist klar, dann war es das für dich. Ne? Also nicht umsonst ist das Fliegen nach Sicht ohne Erdsicht, also einfach über so eine geschlossene Wolkendecke drüber, verboten. Schon gar nicht sollte man das aus eigenem Antrieb machen, wenn die Wolken auch nur sehr niedrig sind. Ja, okay. Also Überraschungen gibt es immer und man muss sich immer auf Überraschungen gefasst machen beim Wetter. Es war wunderschön, sich das anzusehen, wenn man so am Rande dieser Wolken bleibt. Es ist aber auch, man muss eben wissen, wie man damit umgeht. Okay. Und einen Tag vorher hatte ich eine andere Überraschung technischer Art und zwar von Lidl, Parkside. Ja, ich hatte im Prospekt einfach mal, nee, nicht im Prospekt, online hatte ich dann, bin da so durchgedaddelt und da gab es mal wieder Sonderangebote und eines dieser Sonderangebote war eine Parkside Performance PRBSP 20Li C4. Ach ja, Gott, C4, C3, B2, B2, C3, ja, hat man alles gehabt. Wie gesagt, die Innereien sind hier bei dem Litelli drin, von der C, so, jetzt haben wir die richtige Reihenfolge, ne? B2 die ältere, dann hier haben sie die Einzelteile reingepackt vom Parkside in Litelli. Ja, und dann dachte ich mir, ach komm, das war so wie, wo ich die B2 hatte und den dann gesehen hatte, da dachte ich mir, ja, wozu sollst du dir noch den C3 anschaffen? Der hatte damals, das ist auch gar nicht mehr so lange her, vor ein paar Wochen erst, 40 € gekostet.
Ja, und jetzt tauchte hier der C4 auf. Da dachte ich auch, ja, okay. Jetzt war ich eben noch schön dabei, diverse Black- und Decker-Maschinen zu sammeln. Und davon habe ich jetzt ein Dutzend. Und das Video kommt ja auch noch. Oder die Videos kommen dann noch. Ne? Wir unterbrechen das jetzt nur mal schnell für eine Eilmeldung hier. Und da sah das dann so aus, dass man kleine Variationen hatte in den Maschinen und ich dachte, okay, bloß nicht aufgeben. Vielleicht ja, haben die bei C3, C4 da irgendwie ein bisschen was verändert, vielleicht das Gehäuse verstärkt oder sonst was gemacht, irgendwas Hübsches. Guckst du einfach mal nach. Vor allen Dingen für 30 Euro ein Experiment, ja, wenn es nichts ist, ja, vielleicht kannst du dann auch gleich wieder zurücksenden, weil da ist Lidl ja durchaus großzügig und gibt dir dann dein Geld zurück. Und das Erste, was ich natürlich gemacht habe, war die beiden gegeneinander antreten. Ergo, die beiden kennen wir, darüber brauchen wir uns eigentlich nicht mehr weiter auszulassen. Also dachte ich mir, naja, das Hauptproblem ist ja nach wie vor dieses kleine Teilchen hier, nicht? Wir kennen das ja, das Spindellockgehäuse. Okay? Ja, klar, natürlich. Auch die Experten wissen jetzt langsam, worum es geht. Also, wie gesagt, es geht eigentlich um diese beiden Maschinen hier. Unterschied zwischen C3 und C4. Also C3, C4. Ja, und der Knackpunkt im wahrsten Sinne des Wortes, weil er abgeknackt ist, dieses alte Spindellockgehäuse auf dem B2, der ja auch in den anderen Maschinen bisher immer Verwendung fand. Gut, ich habe mir dann den Spaß gemacht, wie gesagt, beide gegeneinander antreten zu lassen im praktischen Test. Überhaupt kein Problem. Gleiche Leistung, von daher kein Unterschied. Na schön. Ja, wie man so ein bisschen am Hintergrund sieht, haben wir gerade noch Versuche durchgeführt mit 6x140er Schrauben mit Black & Decker. Das ist natürlich lachhaft bei diesen beiden Kandidaten hier. Ja, auf dieser Seite steht jedes Mal auf beiden Seiten PABSP20LI C3 und zwar Parkside Performance, und auf dieser Seite steht dann bei der Maschine hier PABSP20LI C3 und hier steht C4. Also das ist die neue. Ich habe die mal mit dem größeren Akku versehen und die andere mit dem kleineren Akku, und da können wir ja auch gleich mal sehen, wer jetzt was am besten liefert. Nochmal, das ist hier, was die C4 auf Anhieb so reingedreht hat mit der 8er Schraube 8x140 und dann ist er auch Feierabend. Ziemlich Feierabend. Und jetzt drehen wir hier nochmal eine 8x140 rein. Ja, ich hoffe, das kriegen wir hier rein. Also, Ich hab das eben. Auch erster Gang, ne? Klar. Und los geht's. Na, da hört's auf. Moment. Gleichheit der Waffen. Mit einem 4 Amperestunden Smart Akku. Klare Sache. Das war ja da auch mit 4 Ampere reingedreht. Ja, Gleichstand. Brauchen wir nicht weiter darüber zu reden. Und ich denke mal, damit sollten wir es auch irgendwie gut sein lassen, denn
fehlt hier einfach der Handgriff. Und wir haben ja schon gesehen, ich habe schon eine der Maschinen, also den Vorgänger hiervon, den B2, einfach gekillt, hier den Handgriff abgerissen durch solche Geschichten hier. Nicht? Und das müssen wir ja jetzt nicht noch irgendwie provozieren, oder? Nein. Ach so, mal nur zum Vergleich, wenn wir hier auch noch den kleinsten Parkside, wie weit würde der denn kommen mit einer 8er Schraube? Und natürlich auch mit einem großen Akku. Wenn schon, dann denn schon. Also großen Akku mit dem guten 4 Amperestunden Akku. Nur damit wir mal irgendwo eine Marke setzen. So. Bohrstufen. Okay. Ja. Riechen tut er schon so ein bisschen. Aber okay. So sieht das aus. Ne? Einmal so, einmal so und einmal so. Braucht man nicht viel darüber zu erzählen. Ne? Ja, und rausdrehen tun die natürlich ihre Schrauben selber. Ich dann also die Maschinen auseinandergenommen und siehe da, wow! Ja, das werde ich dann im Einzelnen nochmal im praktischen Teil, im Versuchs- bzw. im Zerlegeteil zeigen. Hier an diesem Teil haben die doch Veränderungen vorgenommen und auch im Inneren haben die Änderungen vorgenommen. Gott sei Dank. Das heißt also im Positiven, es ist ein anderes Material gewählt worden. Die haben die Gießteilung verändert, sodass hier der Rand hier etwas stärker wird und die Wanddicke insgesamt etwas stärker wird. Etwas, wir reden hier über ein Zehntel Millimeter, ja, statt 1,6 Millimeter die Wanddicke haben wir jetzt 1,7 Millimeter und so weiter. Ihr werdet das dann alles sehen. Und wir haben hier auch verstärkte Rollen in diesem Teil drin. Also ja, das ist, ich hoffe, eine neue Welt für Parkside. Ich hoffe, dass das der richtige Weg in die richtige Richtung ist. Und genau das hat mich natürlich dann auch überrascht. Und deswegen die Parallelität zum Fliegen. Also erstens kommt es anders, zweitens als man denkt. Ja, ich hatte gedacht, das ist eh nur der gleiche Firlefanz in grün. Nein, nicht in grün, in schwarz. Aber es ist tatsächlich gleich. Die Gehäuse sind völlig identisch. Ja, außen und natürlich auch die Bohrfutter und hier unten die Sache. Die Elektronik ist etwas anders geworden. Der Schalter, den haben sie geändert. Der Motor ist geändert worden. Das heißt also, dem fehlt dann diese Platine hier vorne. Und ja, wie gesagt, die gravierendste Änderung nach meinem Dafürhalten ist das Spindellockgehäuse, dass sie das etwas verstärkt haben, dass die Rollen, die Kräfte bzw. die Flächen, die dann nach außen drücken und dann die Abbremsung erwirken, dass die dann deutlich vergrößert wurde, statt 2 eben 3 Rollen. Und diese 3 Rollen, die sind dann auch noch ja, fast doppelt so schwer wie die alten Rollen, diese kleinen Mini-Röllchen da und vom Durchmesser her auch noch ja, um etwa 50%, ja, kann man so sagen, etwa 50% gewachsen. Also
Nicht nur von der Länge her sind sie in etwa gleich geblieben, aber von dem Durchmesser sind sie um 50% gewachsen. Gut. Und dann haben sie hier noch eine kleine Verbesserung an dem Drehmomentversteller, dann an der Kraftübertragung durchgeführt, aber das ist marginal. Das Wichtigste passiert hier vorne drin und genau deswegen nochmal diese ja, quasi Eilmeldung, wo ich sage, Leute, jetzt könnt ihr mal überlegen, ob ihr die nicht mal wieder ja, in den Fokus rücken könnt, sollt. Und da würde ich sagen, ja, doch, macht mal, weil es ist einfach ein wirklich deutlicher Sprung nach oben, nach vorne. Obwohl, wenn man sich das so anguckt, dann muss man sagen, ja, Parkside, sag mal, habt ihr so noch alle? Also, gleiche Gehäuse zu verwenden ist ja nett, aber gleiche Aufkleber, ne, hier auf dem Dingen, das ist der alte. Da steht nämlich nach wie vor C3 drauf und hier auch C3 auf dem neuen. Ja, und wenn man so umdreht, erst dann auf dem Klebezettel, da steht dann wirklich, was da drin ist. Nämlich hier ist der C4 und das ist immer noch der C3. Also lasst euch da nicht täuschen. Und die Verpackung, die sieht dann bei dem neuen so aus. Die alte Verpackung, naja, ist eben die alte Verpackung. Und die alte Verpackung, der alte Karton, sieht dann so aus. Das ist ein kleiner Unterschied. Hier ist so ein bisschen grau, ne, elegant. Und hier ist das immer noch schwarz. Andere Nummer und so weiter. Vergesst das nicht. Also, auch wenn hier auf einer Seite C3 draufsteht, ist doch C4 drin. Ihr müsst das jetzt nicht extra auseinanderschrauben, könnt ihr aber gerne machen. Kein Problem. Ich bin ja da oder finde das immer ganz klasse, wenn das jemand falsifiziert. Ja, und klar, natürlich. Jetzt habe ich bin da auch selber drauf reingefallen, weil ich sehe mir die Sachen von hinten an und das ist natürlich eine C3 und das ist die C4. Ja, nicht? Also hinschauen lohnt sich und dann könnt ihr natürlich die jetzt auch mal wieder richtig feste testen. Ja? Ich habe ja bisher immer gesagt, das ist die alte Maschinen oder die alten Maschinen mit den alten Spindellockerhäusen, das ist Kernschrott. Ja, im Kern ist der Schrott und damit kann man natürlich auch weiterhin arbeiten. Das stelle ich ja nicht in Abrede. Ich sage nur, es ist eben so, dass man innerhalb dieser jetzt enger gewordenen Grenzen damit arbeiten muss. Das heißt also, nicht so fest andrehen, immer gewahr sein, dass ja, das Spindellockgehäuse reißen kann, bei den alten. Ne? Hier, das Teilchen da, dass das reißen kann. Ja, und dann könnt ihr die Maschine noch weniger gebrauchen. Oder ihr müsst ein Zwei-Hülsen-Bohrfutter dort einbauen, dass man mit einer Hand das festhält und mit der anderen Hand dann ne, die noch drehende Hülse damit dann anziehen. Aber damit habt ihr nicht so viel Kraft, als wenn er hier mit diesem Hebelarm agiert. Ja, ich denke mal, diese Angst oder diese Vorsicht, die ihr dabei walten lassen solltet, die kann man jetzt erstmal so ein bisschen nach hinten schieben. Das ist jetzt mein neues Versuchsobjekt, mit dem ich dann wieder richtig anfasse, an das ich dann wieder richtig anfasse und richtig zuziehe. Was jetzt natürlich nicht behoben ist, sind natürlich Schwächen hier im Gehäuse. Das ist natürlich, also zufrieden, völlig zufrieden? Nein, natürlich nicht. Um das mal ganz klar zu sagen, warum soll ich damit zufrieden sein? Nicht? Ich meine, die haben einen guten Weg beschritten, klare Sache. Ja? Aber nach wie vor bin ich der Meinung, dass ein schönes Design zum Beispiel auch glattflächig aussehen kann und nicht so ein zerklüfteter Müll sein muss. Ja? Vor allen Dingen nicht mit TPE und so weiter. Man kann auch Kunststoff so machen, dass das einfach abwischbar ist. Black und Decker. Ja, es gibt damals
Da gab es damals natürlich auch viele, viele andere Maschinen, aber man kann natürlich auch so eine Formsprache so klar gestalten, dass man auf Anhieb sieht, okay, das ist eine Black & Decker, obwohl sie nicht in Metall ist und so weiter. Und man kann das Logo auch verdecken und man weiß auch trotzdem, ja, das müsste so eine sein, okay? Und man kann so zumindest äußerlich mal sauber halten. Wenn die hier mal richtig dreckig ist oder beim Zerlegen hier fettig geworden ist, ja, dann hast du mit dem TPE richtig Schwierigkeiten. Dieses Gehäuse hier ist, hat die entsprechende Dicke. Das hier, ja, da ist eben, sind kritische Stellen einfach mit TPE überspritzt. Die haben natürlich dann den Durchmesser, ja, aber TPE hält nichts. Und das haben wir ja schon gesehen, okay? So, das ist die eine Geschichte. Die andere Geschichte ist, das zeige ich dann auch nochmal im praktischen Teil, so eine Maschine in der 60 Newtonmeter Klasse, da gehört ein Handgriff dran. Ich meine, man muss das nicht jetzt unbedingt so machen, hier wie der Kollege Makita, ja. Das ist ein gewaltiges, mächtiges Teil, der dicke Ballabum. Ja, das ist aber auch eine 60 Newtonmeter Maschine. Ich habe hier einfach mal einen Nachbarakku dran gesetzt, der gar nicht so schlecht ist. Nur dieser Handgriff, und das ist natürlich auch nicht so schlecht, dieser Handgriff ist für zwei verschiedene Maschinen, nämlich einmal die große 40 Volt Maschine mit 150 Newtonmeter plus und ja, einmal diese kleine hier, 18, 20 Volt, die für ja auch in der 60 Newtonmeter Klasse mitspielt. Eine andere Ausführung haben wir auch hier. Zum Beispiel, Firma Flex. Flex kann nicht nur flexen, sondern kann auch richtig schöne Bohrer machen oder Bohrschrauber machen. Ja, und mit einem Handgriff, und beide haben sie natürlich, also sowohl die Makita wie auch die Flex. Ich habe auch mal Einhell vorgestellt und so, ne? Also jetzt nur die beiden hier. Mit einem Metallgehäuse, das hier ist nur Plastik. Und jetzt kommt der Knackpunkt. Diese Maschine hier mit dem Handgriff kostet im Set, wenn wir den Stückpreis rechnen, 50 Euro. 50 Euro. Ja? Für die wollen sie UVP 60 haben. Also wenn die Aktion vorbei ist, ohne Akku natürlich, dann wollen die dafür 60 Euro haben. So, die hat hier sogar nominell noch etwas mehr Drehmoment, 75 zu eben 60, okay. Wir haben sie ja schon mal in Aktion gesehen gegen die Viergangmaschine. Ne? Ja, das Video und vor allen Dingen das Abschlussvideo. Das Video haben wir gesehen und das Abschlussvideo kommt noch. Die Sache ist nämlich jetzt abgeschlossen, hoffe ich. So, dann kommen noch die Preise für den Akku und das Ladegerät dazu, jeweils 50 Euro. Und ja, da muss ich aber Parkside ein bisschen strecken. Also man kann eine Maschine für einen vernünftigen Preis im Set anbieten. Ja, und wie gesagt, Parkside muss man ein bisschen gucken, was die mit ihren Preisen machen. Das können andere aber auch. Ne? Und wenn ich mir so ein Makita angucke, die sind immer noch ein bisschen teurer, aber wenn die mal ihre Sonderangebote raushauen, dann wird es aber auch ein bisschen eng. Also einfach nur an den Preisen zu schrauben, nach oben zu gehen und darauf hoffen, dass man eine treue Kundschaft hat, ich weiß nicht, ob das der richtige Weg ist. Der richtigere Weg ist, das, was die jetzt beschritten haben, die inneren Werte tatsächlich kontinuierlich verbessern. Kontinuierlich, sodass der normale Kunde wird das so nicht erkennen. Ja,
Aber wenn dann so Typen wie ich daran rumschrauben und dann plötzlich merken, oh, hallo, ihr habt ja wirklich was getan, ja, dann freut einen das. Das ist wirklich, wirklich erfreulich und in dem Sinne muss ich sagen, Leute, Parkside Ovim in diesem Fall, macht weiter so, verbessert dauernd, immer weiter verbessern. Ja. Hört nicht unbedingt auf diese Schlipsfuzzis, die euch immer billiger was da machen wollen, bei gleichem Verkaufspreis. Gute Verkaufspreise können auch andere mit guten Namen. Gut, diese kommen auch aus China, die Dinger. Makita natürlich nicht. Werden in China produziert, ist aber ein eigenes Unternehmen. Flex nicht mehr. Ja. Aber Flex hat immer noch einen guten Namen. Und ihr da, tja, ihr kommt aus einer ganz anderen Richtung. Also ein bisschen vorsichtig sein. Konkurrent schläft nicht. Seht zu, dass er da hinterherkommt. Okay, in diesem Sinne, viel Spaß beim Testen. So, wir kümmern uns jetzt mal um das Zerlegen und Zusammensetzen hier von dem Parkside Performance Akkuschrauber. Der nennt sich PAB SP 20LI C4, also C4 und die anderen Versionen, die wir ja schon mal hatten, das waren hier der B2, den werden wir nicht mehr auseinandernehmen, weil den habe ich schon so oft auseinandergenommen und den habe ich ja schon von 2 aus 2 mach 1, ne, eine Maschine, komponiert. Und warum? Ja, weil hier der kaputt war. Und hier haben wir den C3, den habe ich neuerdings mal besprochen, nachdem er zu einem endlich mal adäquaten Preis zu haben war. Dieses Teil hier, ja, wurde auch für etwa 30 Euro verkauft und das ist ein adäquater Preis. Zum Zerlegen und Zusammensetzen erstmal das Bohrfutter abnehmen, hier die Sicherungsschraube, die ist sehr leicht zu lösen mit einem Torx 27 und das Bohrfutter, naja, einspannen in einen Schraubstock und dann, wie mache ich das? So von oben, ne? Gesehen, einmal kräftigen Schlag da drauf und auch das ließ sich hervorragend einfach lösen. Jetzt können wir es einfach abschrauben, da haben wir es und prima. Genau. Und jetzt ja, müssen wir nur noch die restlichen Teile auseinanderschrauben und wir fangen an, das ist hier alles Torx 10. Wir fangen an mit diesem Teil hier, weil wir wollen uns ja zu einem ganz wichtigen kleinen Teilchen im Inneren vorarbeiten und dann einen Vergleich ziehen zu der anderen Maschine. Hat sich da irgendetwas dran verändert oder doch? So, wir brauchen leider die längeren. Alle Schrauben bis auf diese beiden hier kann man nämlich mit einem normalen Bit lösen und so muss man halt mit den langen Bits arbeiten. Damit auch jeder erkennt, wie komisch Parkside langsam geworden ist. Auf der Seite hier steht drauf, ja, könnt ihr das erkennen, hier unten C3 und auf dieser Seite steht C4. Ja. Interessant, ne? Die wissen selber nicht, was sie da so richtig haben oder von halten sollen.
genau. Okay. Ich halte es immer für sinnvoll, diese Dinge hier so ein bisschen zu markieren. Dann hat man hinterher keine Probleme, die zu identifizieren. Genau. So, mal sehen, ob wir die so rauskriegen. Nein, genau deswegen. Und das kommt nach unten, das kommt nach oben. Nee, das kommt nach oben, das ist oben. So. Ah, das sind die kleinen Schrauben fürs Getriebe. Und nebenbei gesagt, alles vom Getriebe hier, von dem Gehäuse und so weiter, das ist Plastik. Nur hier innen drin sind ein paar Metallteile. Das wollen wir mal nicht vergessen. Hoppla. Ja, so, so und so. Deckel drauf. Jetzt schauen wir mal. Was haben wir hier drin? Ja, das geht nur in einer Position rein. Und ja, hier haben wir den
So, und jetzt nähern wir uns dem Spindellock. Aha. Hoppla. Und mal den mal separat nehmen. Und da haben wir dann gleich als Vergleichsmuster. Die Rollen hier sind deutlich stärker im Spindellock. Und auch am Gehäuse. Das ist das alte Teil. Warte mal. Genau. Das ist das alte Teil, das ist das neue Teil. Hoppla. Genau. Hier haben wir das neue Spindellockgehäuse, hier haben wir das alte Spindellockgehäuse. Wir müssen das dann nochmal ausmessen, aber es scheint ein anderes Material geworden zu sein. Es scheint ein anderes Material zu sein. Hier. Wir gucken nochmal gerade nach, ob wir das alte Teil, ja, reinsetzen können. Und wenn wir jetzt nochmal die Rollen hier rein packen können, dann hat sich nämlich nichts am eigentlichen Gehäuse geändert. Und das Gehäuse war der Knackpunkt. Hoppla, da kommt das rein. So, und jawohl, da. Also, um das nochmal irgendwie klar zu machen. Hier, genau. Das hier ist das alte Spindellockgehäuse, das defekte. Und da passen die neuen stärkeren Rollen rein, ja. Aber die Wandstärke, demzufolge, weil das alte Gehäuse nach wie vor hier in das neue, also C4, Gehäuse reinpasst, ne, von Spindellock und Drehmomentverstellung, ist es so, dass das neue Gehäuse von der Wandstärke her nicht größer sein kann. Sie müssten also dort jetzt etwas am Material gemacht haben, dass das möglicherweise verbessert worden ist. Es ist etwas scharfkantiger, es macht einen anderen Eindruck. Es ist hier innen drin maschinenbearbeitet. Ja, aber die Dimensionen sind gleich. Ja, nochmal, das alte, hier der alte Zentralträger hat 4 Nocken, der neue 3 Nocken, die deutlich stärker sind. Ja,
um zwei Antriebsnocken, zwei für den Antriebsstern oder den Antriebshebel und zwei für die Rollen. Und hier haben wir drei Rollen drin. Ja? So. Nur, wie gesagt, das Gehäuse ist das gleiche. Nicht dasselbe, das gleiche. Ja. Also, es macht tatsächlich einen wertigeren Eindruck. Also, das ist hier noch etwas anders bearbeitet worden, hier innen drin, als das hier. Aber beide sind bearbeitet worden. Ja. Und bei beiden liegt die Vermutung nahe, dass beides eben aufgrund der Ausprägung Feingussteile sind. Wir messen das dann nochmal nach und dann wissen wir es sehr genau. Okay. Hier scheint auch noch was anderes drin zu sein als normale Rollen. Das müssen wir dann aber nochmal separat zerlegen. Ja, ist es auch. Und zwar hier haben wir nicht mehr, ich packe das mal hier rein, hier haben wir die alte Ausführung, die besteht aus zwei Teilen, einem Zylinder und einer Kugel. Und hier haben wir die neue Ausführung, die einfach ein nach oben hin abgerundeter Zylinder ist. Auch sehr schön. Aber von den Dimensionen her identisch. Okay. So, messen wir so ein bisschen hier. Und zwar, hier das Spindellockgehäuse. Da haben wir jetzt einmal innen, hoppla, ja, 19,5, also hier, dann Außendurchmesser 8,1. Okay. Eins Millimeter und die Wandstärke haben wir hier gemessen mit 1,7 so ungefähr. Also, ich habe jetzt hier diese Messschieber genommen und dann jeweils die Wanddicke von der das ist hier die C3 beziehungsweise D2 sind ja identisch. D2, also das ist hier das geschweißte Teil und das ist das neue von der C4. Immer mal einfach nur den Umkreis hier so ein bisschen abgefahren oder die Kontur. Einmal die Wanddicke ist hier 1,6 mm. Bei der C4 hier Wanddicke 1,7 mm, also ein Zehntel. Innendurchmesser ist hier etwas kleiner und der Außendurchmesser
ja, in etwa gleich. So, da kommt dann eben auch ein bisschen die Wanddicke her. Das Gewicht sind etwa 0,6 Gramm bei C4 mehr. So, haben wir hier mit einer Präzisionswaage gemessen. Ja, das heißt also, die haben tatsächlich hier mehr Material aufgelegt. Und ja, hier, das sind die Rollen, die sich dann nach außen hin an das Gehäuse pressen. Zum einen 1, 2, 3 Rollen, zum anderen 1, 2 Rollen, weil dieser Arm hier mit dem Stern da innen drin, der wird nur angetrieben. Ja, der treibt dann hier diesen Halter für die Planetenräder an. Und das sind die beiden kleinen Rollen, die sich dann nach außen hin an das Spindellockgehäuse anpressen. Und ja, klar, hier hast du mehr Fläche, die sich verteilt auf, oder mehr Rollenfläche, die sich verteilt auf in etwa die gleiche Fläche hier außen des Spindellockgehäuses. Auf der anderen Seite ist das Spindellockgehäuse dicker geworden, ein Zehntel immerhin. Und du hast auch mehr, also mehr Rollen. Die Rollenhöhe ist in etwa gleich geblieben. Mal gerade gucken, wie tief das ist. Das müsste in etwa gleich sein. So, da haben wir 6,62 mm und hier ist das, das müssen wir nicht auf die Schweißstelle, sondern hier, oh, 6,9, oh, nochmal. Also ein Zehntel höher. Okay. Na, wo haben wir denn den Kugelschreiber gelassen? Och nee, ne? Da haben wir doch. So. Ja. Die Höhe ist hier ein klein wenig geschrumpft. Müssen wir mal sehen, ob wir außen, die Außenhöhe ebenfalls, so 7,92. Obwohl, die ist nicht so maßgeblich. Und hier haben wir 7,96. Genau. Das heißt also, das ist geringfügig in der Höhe dicker geworden. Sprich also, dann müsste der haben sie da ein bisschen was geändert. Das ist aber nicht so dramatisch. Wichtig ist die Anpressfläche hier, dass die doch dort deutlich größer ist. So, und wenn wir uns jetzt jeweils eine einzelne Rolle anschauen, dann sieht die auch etwas anders aus. Ne? So, das ist eine Rolle. Und hier ist auch eine Rolle. Da. Ja. Und das ist ein deutlicher Unterschied. Wir gucken mal gerade aufs Gewicht. So, gucken wir uns mal die Rollen an. Drauf ist eine Waage, die sehr fein ist. 0,40 Gramm. Ja.
0,39. Und jetzt diese Rolle hier. Gramm. Das ist also plus 0, das ist das Doppelte ungefähr. Die Höhe dieser Rolle beträgt 6,37 mm. 3,8, na gut. 5,22. Die kleine Rolle hier hat einen Durchmesser von 3,48 mm und eine Höhe von oder Länge, je nachdem, wie man es will, 6,66. Dann haben wir es hier nochmal, das hier zwischen dem D2, C3 und dem C4, um eine Verstärkung schlicht und ergreifend zu Verstärkung des Gehäuses und des Antriebs hier zu tun und um eine Änderung dieser Achse hier. Das war ja vorher eine Vielzahn und jetzt ist es einfach nur so mit drei Flächen. Ja, diese Flächen hier, diese flachen Teile, die drücken dann die Rollen ganz einfach nach außen und stellen dadurch dann einen Kraftschluss her. Kein Formschluss, ein Kraftschluss. Und dieses Teil hier dann auch unter anderem einen Formschluss herstellt. Ein Formschluss von der Welle, so eine Vielzahnwelle, über dieses Teil hier in den Träger für den für die Planetenräder. Das ist ein kleiner Unterschied. Okay, aber das Einzige, was dann wirklich die Kraft überträgt, ist dann auch hier, wenn Kraft hier von dieser Seite kommt, vom Bohrfutter, was dann sperrt, das sind dann diese Röllchen hier, beziehungsweise die. Und da hat sich eben was getan. Beim C4. Ja, sehr schön. Okay, ich habe mir jetzt mal den Spaß gemacht und die beiden Teile nochmal nebeneinander gelegt. Das heißt, einmal habe ich hier den C4, die beiden Gehäusehälften hingelegt und hier den C3. Wenn wir uns das mal angucken, innen drin C3, C4 absolut identisch und das Gießdatum, hoppla, hier, da, ist 23, Moment, da ist 23, und hier ebenfalls 23. Die Bezeichnungen hier drin, BCD223, sind absolut gleich. Polyamid 6, Glasfaser 30%, TPE. Und hier ebenfalls absolut identisch. Die anderen Sachen hier, die Versteifungen hier an den kritischen Stellen, ebenfalls absolut gleich. Die Aufnahmen des Motors,
und hier auch absolut gleich. So, was aber auffällt, ist, wenn wir jetzt mal die Unterseiten nehmen, und die Bezeichnungen hier und hier haben wir einmal C3 und dort haben wir C4 drauf gepinnt. Version 08/2023 und hier die Version 01/24 und eine und da 01/24 und eine andere Seriennummer natürlich. Hier und hier. Wir haben ja schon mal festgestellt, dass auf der anderen Seite der C4 hier C3 hat und er hier ebenfalls C3 stehen hat. Okay, egal. Was wir aber noch feststellen, dass die beiden doch ein wenig unterschiedliche Motoren haben. Hier haben sie eine andere Bezeichnung. Diese Y55 wahrscheinlich, 215, 20. Und hier oben haben sie stehen ML BL52 5215. Ja, und man sieht auch ganz deutlich am C4-Motor fehlt hier die Elektronikplatine, die hier haben. Ja. Das Getriebegehäuse selber ist bei beiden ziemlich gleich und vorne auch. Wir haben ja schon festgestellt, der Spindellock ist etwas anders. Das brauchen wir jetzt nicht weiter zu zerlegen. Schaut euch das andere Video an. Von Entwicklungen her sieht das alles gleich aus, aber die Elektronen, beziehungsweise auch schon der Schalter hier, sieht etwas anders aus. Hier hat der Schalter noch so einen Bügel, da sind eben drei Kabel durchgelegt. Hier ebenfalls drei, aber ohne Bügel. Und unten drunter sind mehrere Kabel, die dann in diese Steuerungseinheit laufen. Die Steuerungseinheit hier beim C3 ist, nochmal, die Steuerungseinheit hier beim C3 ist in etwa gleich wie beim C4. Der C4 weist nur hier 1, 2, 3. Ich denke mal, dass das einfach zur Kühlung vielleicht ein paar Plättchen sind und hier diesen, was soll das darstellen? Moment, da muss ich mal tatsächlich gucken, mal sehen, ob ich da irgendwas R01, also einen Widerstand, dass der etwas anders ist und der Kondensator hier, das kann ich zurzeit so nicht ablesen. Ja, aber das wird wohl von Charge zu Charge unterschiedlich sein. Ist ähnlich. Aber die Kabel haben sie etwas anders hier mit Farbe versehen oder mit anderer Farbe versehen. Ansonsten ist das gleich. Hier ist noch das Magnetplättchen drin. Das Magnetplättchen hier habe ich dort reingelegt in die Schale. Ja, im Grunde genommen eigentlich alles ziemlich gleich. Motorbreite oder Statorbreite 15,35 und hier ebenfalls 15,35. Das ist also absolut gleich.
Okay. Haben Sie dann doch einige Verbesserungen vorgenommen hier im Layout oder Änderungen, sagen wir es mal so, Änderungen vorgenommen im Layout, was das jetzt im Einzelnen ist. Hier wahrscheinlich ist da der Kern des Ganzen und hier sind lediglich Leistungstransistoren, schätze ich mal, oder Dioden. Das wird sich dann herausstellen und ebenso die Haltbarkeit des, denke ich mal, doch verbesserten Spindellocks, verstärkten Spindellocks. Ansonsten ist da keine große signifikante Änderung festzustellen. Okay, bauen wir das Ganze wieder zusammen und hoffen darauf, dass das dann wirklich eine Verbesserung ist. Okay, machen wir das einfach mal so, dass wir den hier doch aus der Nähe uns betrachten. Das ist ja nichts anderes als eine große Mutter, die hier hoppla, die hier aufgesetzt worden ist. Da markieren wir uns das trotzdem mal. Wir haben ja hier auf 1 gestellt. Und auch hier innen drin. So, das ist hier diese Feder, die dann hier innen drin entlang, Moment, das ist hier die Feder, die dann hier innen drin entlang ratscht. Ist schon noch ein bisschen angefressen, was? Ja, okay. Jetzt haben wir hier die eigentliche Druckfeder, die dann hier auf was drückt? Naja, auf diese halbrunden bzw. auf diese Stahl, ja, Stifte. Und dann von innen drückt die dann hier auf diese Bahn, früher eine Kugelbahn, jetzt auf diese halb abgerundeten, auf diese einseitig abgerundeten Stahlstifte und die werden dann durch die Federvorspannung mehr oder weniger stark auf diese Kugelbahn gedrückt. Und überspringen diese Zacken entweder oder bei höherer Anpresskraft, da bleiben die da eben in ihrer oder vor diesen Zacken bleiben die dann stehen. Das ist dann eben diese Drehmomentverstellung. Das scheint hier symmetrisch zu sein. Gut, der fällt hier noch unten raus. Den brauchen wir, ja, den können wir hier reinsetzen, müssen ihn aber nicht reinsetzen. Der ist nur dafür da, dass, wie gesagt, wir hier dieses klickende Geräusch hören.
eigentlich brauchen wir das nicht. So. So, hier geht das wieder drüber. Und dann wird das hier wieder draufgeschraubt. Mehr ist das nicht. So. Das hier muss nochmal eingebaut werden. Und zwar kommt das hier quasi drauf. Moment. Hier quasi drauf und dazwischen. Zwischen diesem Ring und diesem Ring. Und das ist ja hier der Ring für die Drehmomentverstellung. Empfinden Koboldmatrix einen köstlichen Umami-Geschmack, wenn sie heuchelt.